Die Karte Nummer 6 der Abfahrtskontrolle der Klasse C und C1. Und Bernd hat gesagt, ja, das ist meine Lieblingskarte. Warum? Ja, ich finde die Karte 6 einfach genial, weil meiner Meinung nach da die Fragen am einfachsten sind. Ausfüllen eines Schaublattes hört sich erstmal wieder enorm schwierig an. Da wir aber keinen analogen Fadenschreiber mehr haben, sondern ein digitales Kontrollgerät, ist es eine einfache Sache. Was tue ich am Ende der Fahrt? Schaublatt, damit meinen die die typische Tachoscheibe, die es ja nicht mehr gibt. Und dann heißt es abmelden am Fahrtenschreiber am Ende einer Fahrt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ganz genau, da gehen wir mal ins Fahrzeug, hätte ich gesagt. Abmelden am Fahrtenschreiber am Ende einer Fahrt. Das ist der Fahrtenschreiber. Ganz genau, da haben wir unser digitales Kontrollgerät. Wir wollen uns am Ende einer Fahrt von diesem Gerät abmelden und müssen dann erstmals mit unserem Fahrer 1, also da auf Fahrer 1 gehen, stellen das Ganze auf Pause. Dann ist das Letzte, was auf unserer Fahrerkarte dokumentiert ist, ist die Pause. Und wenn wir uns dann abmelden wollen, drücken wir in dem Fall lange auf die 1. Dann springt unser Schacht auf und wir könnten dann unsere Fahrerkarte entnehmen. Wir haben jetzt in dem Fall keine Fahrerkarte drin. Wenn eine drin wäre, kommt die Frage des digitalen Kontrollgeräts, ob wir denn einen Ausdruck haben wollen. Im Normalfall brauchen wir keinen. Dafür haben wir es ja eben digital, dass wir keinen Ausdruck brauchen. Ausdruck bräuchte man eigentlich nur, wenn irgendwelche besonderen Ereignisse gewesen wären. Fragt der Prüfer schon mal, braucht man einen Ausdruck? Braucht man einen Ausdruck, ja. Und da ist die Frage schon häufiger mal da, dass dann die Frage kommt, brauchen wir denn einen Ausdruck, wenn Sie schon sagen, wir brauchen keinen Ausdruck. Wann bräuchte man denn einen? Dann sollte man zumindest eine Antwort parat haben. Das sind besondere Ereignisse, zum Beispiel, wir sind über unsere 4,5 Stunden Lenkzeit gekommen, weil zum Beispiel Vollsperrung auf der Autobahn. Stau, irgendwas. Stau, Vollsperrung, Unfall. Dann machen wir am Ende der Fahrt einen Ausdruck, dokumentieren das auf unseren Ausdruck. Stau auf A3 bei Schlüsselfeld und legen diesen Ausdruck zu unseren Unterlagen ab für die nächsten 28 Tage, dass wir bei einer Kontrolle eben da gewappnet sind. So, also nochmal im Schnelldurchgang. Die Karte wird ausgeworfen, indem ich das Symbol des Fahrers 1, in dem Fall des Fahrers, lange festhalte. Richtig. Dann fragt er nochmal nach dem Ausdruck. Ganz genau. Und vorher habe ich die Pause natürlich angewählt, damit das Letzte, was auf der Karte ist, eine Pause. Jawohl. Dann, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn du dann natürlich die Arbeitszeit reinmachst und machst die Karte raus, dann wäre Nachtrag zu machen, oder? Nachtrag ist dann bei der Eingabe oder bei Beginn der Fahrt eben. Da wird nach Nachtrag gefragt, das nicht verwechseln bei der Karte. Es geht nur um das Abmelden. Mhm. Und beim Abmelden eben Pause, Karte raus, Ausdruck, ja oder nein, im Normalfall nein. Und ganz zum Schluss haben wir einen Punkt noch. Wir müssen bestätigen, in welchem Land das wir sind. Okay, das kommt denn. Also da kommt denn D. Ist das Land, wo ich zuletzt war, vorgeschlagen? Immer das Land, wo ich zuletzt war, was ich bei Beginn der Fahrt angegeben habe, ist auch das, was es mir noch anzeigt, ja. Die Lieblingskarte von Bernd Kaiser hat die Nummer 6 und die Frage Nummer 2 heißt Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen. Da habe ich schon ein bisschen was gelernt. Also Vorratsdruck aufbauen, der Vorratsdruck, da geht es um die Druckluftbremsanlage. Die braucht ja Druck und da kann es sein, wenn der LKW ein bisschen länger steht, dass der Druck denn nicht da ist. Und das haben wir hier schon eingestellt, das ist hier beim Actros in einer Anzeige. Ganz genau, richtig. Also wir brauchen einen gewissen Vorratsdruck, um überhaupt losfahren zu können. Der liegt im Normalfall so circa bei 6 Bar Druck. Jetzt haben wir hier bei unserem Fahrzeug, sehen wir da 8 Bar jetzt momentan im Kreis 1 und 2. Deshalb können wir da jetzt schon dem Prüfer sagen, der Vorratsdruck ist schon aufgebaut und die Fahrbereitschaft ist festgestellt. So, jetzt könnte der Prüfer auch eine Frage stellen. Sagen Sie mal, geht da noch die Lampe? Oder, weil es geht ja jetzt nur um Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen. Was ist deine Erfahrung? Kommt da noch eine Frage? Normalerweise kommt da nichts mehr. Wenn der Prüfer danach fragen sollte, hat man schon ein, zwei Mal, dass dann kommt, ja, dann machen Sie den Druck doch mal weg. Und wie bauen Sie denn den Vorratsdruck auf? Dann sollten wir wissen, okay, Druckverlust künstlich erzeugen, heißt, wir drücken mit unserer Bremse. Wir pumpen. Ganz genau, wir pumpen, wir betätigen uns sportlich. Ist schon passiert. Ganz genau. Schon haben wir den Hinweis da, Vorratsdruck zu gering. Und um den Vorratsdruck aufzubauen, müssen wir den Motor starten, bis dieser Hinweis erlischt. Und dann ist die Fahrbereitschaft festgestellt. Ja, hier kommt man auch schön sehen, bei jedem Pumpen ca. 0,7 Bar werden abgebaut. Genau. Ja, ich danke dir. Ja, die Frage 6 beinhaltet auch eine Frage. Immer weniger LKWs
haben ein Reserverad. Hier heißt es in Frage Nummer 3, Prüfung der Reserveradsicherungen. Ja, was ist da die korrekte Antwort? Ja, also das ist bei uns in der Fahrschule eine ganz einfache. Die erste Antwort ist, wir haben keins. So. Liegt einfach daran bei uns im LKW-Bereich, dass wir kein Reserverad dabei haben, weil wir selbst das nur sehr schwer realisieren können, das überhaupt zu wechseln. Ob man das auch möchte, auf der Autobahn, auf der Standspur noch zu wechseln, man sieht es immer weniger. In den meisten Fällen kommt der Service, wird das wechseln oder die Polizei sperrt eventuell sogar noch eine Spur ab, dass es da ohne Unfall möglich ist. Mhm. Wenn wir denn ein Reserverad hätten, dann sollten wir das überprüfen, ob das auch doppelt gesichert ist. Doppelte Sicherung heißt, sollte sich eine mal lösen, nicht, dass wir das Rad auf der Autobahn rumfliegen haben. So ein LKW-Rad auf der Autobahn, ja, kommt nicht gut an, wenn es da mit dem PKW drüber fährt. Es ist wirklich eine Lieblingskarte. Eben hatten wir schon Frage Nummer 3. Ein Reserverad haben wir nicht, deswegen gab es auch keine Prüfung deswegen. Aber Frage Nummer 4 ist so ähnlich, muss man sagen. Ja. Die Kontrolllampen benennen oder Kontrollsysteme aktivieren und an zwei Beispielen erläutern. Wir haben ja hier ein Display und keine Kontrolllampe mehr. Damit ist wahrscheinlich eine symbolisierte Kontrolllampe im Display gemeint. Ja, ganz genau. Also wir haben jetzt keine einzelne Lampe mehr, die blinkt, sondern wir haben ja da ein Display, wo alles Mögliche drin ist. Und da müssen wir den Prüfer, erstmal schlagen wir ihm natürlich was vor, was wir an Kontrollsystemen, an Kontrolllampen benennen möchten. Dann tun wir uns nämlich auch am einfachsten, dass wir was finden. Wenn wir jetzt unser Display anschauen, haben wir schon die erste Kontrolllampe da, einfach fürs Blendlicht, eine Kontrolllampe, die dadurch aktiviert ist. Wir können eine nächste Kontrolllampe aktivieren, indem wir einfach mal den Blinker einlegen. Da haben wir die zweite aktiviert, dass wir wissen, wie sie gehen. Das ist übrigens ein Trick. Bei euch in der Fahrschule sagen die alle Abblendlicht und Blinker und dann kommen oft die Prüfer und sagen, na Bernd. Ja, zwei Kontrollsysteme aktivieren, ja, Blinker rein, Lichthupe machen, Abblendlicht anschalten. Man könnte noch die Feststellbremse nehmen, dass man die löst und wieder reinmacht. Dann haben wir da oben das P für Bremse. Dann haben wir da schon mal relativ viel durchgemacht. Damit ist das gemeint, also dass man sagt, hier gibt's Lämpchen, die angehen, wenn irgendwas passiert. Zum Beispiel sehen wir sehr schön das Kontrollsystem, gerade einen Hinweis. Ja. Der Druck ist im Moment zu gering, das heißt, hier ist es rot. In dem Fall, hier kommt sogar noch ein Hinweis drin, das ist eigentlich keine Kontrolllampe, aber im Grunde genommen wird die rot statt grün, nehme ich an. Nochmal. Ganz genau. Ja. Also wir haben da im Endeffekt jetzt auch ein Kontrollsystem aktiviert, und zwar unser Kontrollsystem, das leuchten soll, wenn wir einen Vorratsdruck von zu geringem Druck haben. Haben wir auch was aktiviert, also auch das wäre eine Möglichkeit. Aber viele tun sich ja viel zu schwer. Du sagst, Abblendlicht und Blinker in dem Fall sind zwei Systeme, Frage beantwortet. Dann haben wir schon zwei, ganz genau. Die Frage Nummer 5, Kontrolle des Motorölstandes. Ja, die Karte Nummer 6, die hat es wirklich in sich. Denn auch hier wieder, es gibt keinen Ölmessstab mehr, den man eigentlich rausholt, oder? Ja, geniale Sache. Also ich habe es schon mal gesagt, Karte 6, meine absolute Lieblingskarte. Wir haben keinen Ölmessstab mehr bei unseren Fahrzeugen. Wir haben alles digital im Display, im Fahrerinformationssystem drin. Wenn wir da jetzt beim Actros einfach mal sind, muss natürlich jeder mal schauen, wie es in seinem Fahrzeug ist. Wir haben die Möglichkeit, hier am Lenkrad nach links zu swipen. Dann sehen wir da auch die Punkte. Jetzt blau, jetzt swipen wir nochmal nach links, dann kommt der da drüben. Jetzt sehen wir hier unseren Druck, und sobald wir jetzt nach unten gehen, kommt irgendwann einmal Ölstand okay, hier der dritte Punkt. Und somit haben wir den Ölstand am Fahrzeug schon überprüft und sind damit fertig. Gibt es noch Fahrschul-LKWs, die anders funktionieren als übers Display? Ja, bestimmt. Nach deiner Meinung, bestimmt, oder? Bestimmt. Also ich sage mal, im Fahrschul-LKW-Bereich, so Fahrschul-LKW hat ja normalerweise eine längere Haltbarkeitszeit. Wir fahren nicht die Kilometer, die der Fernverkehr da draußen runterfährt. Also es könnte auch einen Ölmessstab geben. Ganz so genau. Also da bitte eure Fahrschule informieren, das lernt ihr dann anschließend in der Ausbildung. Aber sehr oft wird es wahrscheinlich schon vorkommen, dass hier kommt Ölstand okay, und dann kann man dem Prüfer sagen, unser System zeigt das an, hier habe ich der Ölstand okay, das war's. Ganz genau, richtig, ja. Die Lieblingskarte von Bernd, die Karte Nummer 6 mit der Frage Nummer 6, Sichtprüfung der Anhängekupplung. Bernd Kaiser, du hast was in der Hand. Ja, Sven, ich habe mal so eine Holzlatte dabei,
weil ich dir damit einen auf die Mütze hau, sondern einfach um mal was zu zeigen, was man hier an der Anhängerkupplung überprüfen kann. Und zwar bei der Frage geht es um eine Sichtprüfung der Anhängerkupplung. Wir schauen uns unsere Anhängerkupplung an, ob die irgendwo beschädigt ist, Risse hat, extremst stark verformt ist oder überhaupt verformt ist, verrostet ist. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Wir müssen überprüfen, ob unser Bolzen geschlossen ist. Das sehen wir hier. Bolzen ist jetzt geschlossen. Auch der Kontrollstift an der Seite ist jetzt drin, also der ist bündig verschwunden. Wenn das nicht der Fall wäre, dann öffnen wir mal das Zugmaul. Das bitte nicht in der Prüfung machen. So wird es aussehen, dann passt es nicht. Der Bolzen muss geschlossen sein, Kontrollstift drin. Warum? Warum machen wir das nicht? Weil das Problem jetzt, deswegen auch übrigens die Holzlatte dabei, wir kriegen das Zugmaul so nicht mehr zu. Also wir bringen das nicht mehr runter. Wir bräuchten dafür einen Anhänger. Übrigens auch ganz klar Unfallverhütungsvorschrift. Das muss immer geschlossen sein. Wenn wir da jetzt mit dem Finger reingreifen und der Bolzen geht nach unten, da ist richtig Dampf dahinter. So, wie geht der jetzt runter? Deswegen, mein Freund, die Holzlatte. Wir heben den Bolzen nach oben. Die Feder entspannt das Zugmaul. Und wenn wir jetzt die Latte rausziehen, knallt dieser Bolzen nach unten. Die hat Power. Die hat richtig Dampf. Deswegen auch der Grund, Finger am besten nicht rein. Also kommt bitte nicht auf die Idee, das Zugmaul zu öffnen, sonst habt ihr da ein Riesenproblem und kriegt es vielleicht nicht mehr zu. Wir müssen nur überprüfen, dass es geschlossen ist, dass der Kontrollstift drin ist, das Zugmaul im geschlossenen Zustand auch beweglich ist. Das muss es sein, dass wenn wir mit dem Anhänger um die Kurve fahren, wir sehen hier einen ganz leichten Lackabrieb schon, bei engeren Kurven fahren, sollte das Zug mal ein bisschen mitgehen. Und wenn wir schon dabei sind, bringt uns das, kann ich das sagen, das geilste Zugmaul dieses Planeten bringt uns überhaupt nichts, wenn das, wo es angeschraubt ist, verbogen ist. Also wenn wir da jetzt die Verschraubungen unseres Zugmauls haben und hinten die ganze Traverse verbogen ist, bringt uns das beste Zugmaul nichts. Deswegen sollten wir auch das mit überprüfen. Das gehört zum Zugmaul mit dazu. Wir sind durch. Frage Nummer 6. Auch hier, wenn ich da jetzt ein bisschen fickrig werde und habe jetzt zum Beispiel das jetzt vergessen mit der Befestigung hinten dran, ist es da schon mal, dass der sagt, ja, was ist denn da so? Ist das so, dass der schon mal fragt? Und wenn ich die Frage komplett verhaue, habe ich noch eine Chance? Richtig, also die Prüfer sind ja allgemein keine Unmenschen. Also da geht es schon in der Prüfung menschlich zu. Haben wir zumindest die Erfahrung gemacht. Also wenn ich da jetzt alles Weitere erzählt, dann kommt schon mal der Hinweis, Mensch, haben wir denn noch was, was wir vielleicht überprüfen können? Man wird da schon versucht, ein bisschen hinzuleiten. Sollte ich überhaupt auf nichts mehr kommen, dann kriege ich von einer anderen Karte eine andere Frage gestellt und habe dann noch mal eine Chance, die richtig zu beantworten. So, das wird aber nicht aufaddiert wie bei der Theorieprüfung. Da habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht, dann falle ich dafür in der Praxis durch. Nee, also da, das ist nicht der Fall. Solange ich die Fragen beantworten kann, ist alles gut. Okay, also ganz wichtig am Schluss gucken, ist dieses Maul hier auch wirklich fest an der Traverse dran? Ist es nicht verbogen und so weiter? Das ist vielleicht ganz wichtig. Ja, wir sind durch. Frage Nummer 6 von Karte 6, die Abfahrkontrolle. Gar nicht so schlimm. Trotzdem ein bisschen Angst, Respekt kann man ruhig haben. Also das ist so, am Schluss sagst du, alle sagen, das war ja gar nicht so schlimm. Ja, also das ist meist so die Aussage nach der praktischen Prüfung, oh mein Gott, Bernd, warum habe ich mich nur so verrückt gemacht mit dieser Abfahrkontrolle? Also bis jetzt hat es schon jeder geschafft. Ich glaube, auch ihr könnt es schaffen, wenn ihr euch da ein bisschen drauf vorbereitet.